Sehr geehrte Seher von Identitäre Generation, ich begrüße euch heute herzlich zu unserer mittlerweile dritten Folge unseres Video-Interview-Vlogs eben zu patriotischen und rechten Denkern. Heute habe ich es geschafft, Michael Ley für ein Interview zu begeistern. Herr Ley ist der Autor des Buches Der Selbstmord des Abendlandes, die Islamisierung Europas. Und dementsprechend möchte ich Sie zunächst herzlich begrüßen. Grüß Gott, Herr Ley. Grüß Gott. Und Ihnen gleich die erste Frage stellen. Viele Leser von uns kennen Sie eigentlich erst durch Ihre zwei Bücher, eben einerseits Der kommende Aufstand und andererseits eben Der Selbstmord des Abendlandes. Aber Sie haben ja davor schon sehr viel publiziert und sind ja eigentlich ein Antisemitismusforscher. Und ja, dementsprechend möchte ich Sie zunächst einmal darum bitten, eben sich unseren Zusehern vorzustellen. Ja, also ich bin an sich von Hause aus Antisemitismusforscher, Totalitarismusforscher, Faschismusforscher und habe sehr vieles gemacht, natürlich zum Nationalsozialismus, zur Holocaustforschung. Und dann war es eigentlich ziemlich klar, dass wenn man sich mit Antisemitismus beschäftigt und mit einer Islamisierung konfrontiert ist, dass man sich natürlich mit dem islamischen Antisemitismus beschäftigt. Und der ist sicherlich extrem hoch. Also wir haben im Koran mehrere, ungefähr 18 direkte Aufrufe, Juden zu töten. Also wir haben es also beim muslimischen, islamischen Antisemitismus eigentlich mit einem vergleichbaren Antisemitismus zu tun wie bei den Nationalsozialisten. Insofern ist es klar, dass ich mich dann seit einigen Jahren gerade mit dem Problem des islamischen, muslimischen Antisemitismus beschäftige und eben darüber hinaus mir die Frage gestellt habe, passt der Islam überhaupt zu einer Demokratie, zu einem Rechtsstaat? Und das ist war der Übergang gleichsam von meiner alten Beschäftigung jetzt mit dem, zur Islamkritik. Vom Antisemitismusforscher zum Islamkritiker, wie sind Sie eben auf diesen Weg gekommen? Welche Denker haben Sie dabei begleitet und vor allem eben auch welche Erkenntnisse? Naja, es gibt so die klassischen Theoretiker wie Bernard Lewis, die sich ja seit Jahrzehnten mit Islam kritisch beschäftigen. Und in den letzten Jahren sind es vornehmlich eben Blogger, die eher konservativ sind, aus dem rechten Lager stammen, die die Gefahr des Islam gesehen haben. Und da gibt es halt ein totales Versagen der klassischen Politik, der klassischen Wissenschaft und der Medien, die zwar immer wieder schreien gegen Faschismus, aber gleichsam den neuen Faschismus, mit dem wir konfrontiert sind, nicht sehen wollen. Aber das hängt damit zusammen, dass sie einfach gar nicht mehr wollen, dass wir in klassischen Nationalstaaten leben. Also sie sind daran interessiert, nationale, ethnische Identitäten abzubauen zugunsten eines zentralistischen Europas, wo gleichsam dann eine Mischkultur entstehen soll zwischen Islam und europäischen Identitäten, die niemals funktionieren kann. Also sie schaffen ihre eigene Kultur ab, wollen das aber nicht wahrhaben. Sie sehen, sind natürlich immer mit mehr Kriminalität konfrontiert, aber sie wollen nicht zugeben, dass ihre Utopie, nämlich der Multikulturalismus, genauso eine Idiotie ist wie der Kommunismus. Und deshalb kann man eben einfach nur noch mit identitären Bewegungen, mit rechten Parteien zusammenarbeiten, weil die die einzigen sind, die noch die europäische Kultur und Zivilisation bereit sind zu verteidigen. In Ihrem Buch schreiben Sie vom Islam als der größten Bedrohung Europas im 21. Jahrhundert. Und Sie reden auch von einer Kolonisierung Europas. Wie genau drücken sich diese Islamisierung, diese Kolonisierung unseres Kontinents aus? Und was glauben Sie, kann man dagegen heute eigentlich noch tun? Wir haben alle Werte verloren zugunsten eines Relativismus, der nichts mehr bedeutet. Und das ist die Voraussetzung, dass diese Islamisierung funktionieren kann.
Und es gibt einfach keine Gegenwehr gegen diese Islamisierung. Die Grünen, die Linken, die Kirchen, die Gewerkschaften finden das also wunderbar. Im Grunde verhalten wir uns umgedrehte Nationalsozialisten. Also wenn die Nationalsozialisten gesagt haben, Erlösung durch Vernichtung, heißt unser Motto jetzt Erlösung durch Selbstvernichtung. Und dagegen wehrt sich eigentlich nur eine Minderheit. Und das kenne ich historisch zum letzten Mal im ausgehenden Römischen Reich. Mhm. Die letzten 2000 Jahre hat man seine Identität, seine Kultur, seine Zivilisation verteidigt. Wir sind zum ersten Mal seit 1500 Jahren eigentlich die Ersten, die freiwillig, bewusst die eigene Zivilisation aufgeben. Wenn wir die Invasion 2015 und 2016 nehmen, ist das ja eine Hijra. Eine Hijra ist im Islam ein Dschihad per Einwanderung. Wir haben also zum Beispiel von den 1,5 Millionen Einwanderer, Migranten, Invasoren, sind ungefähr 70-80% junge Männer zwischen 18 und 30 Jahren. Das heißt also, das sind ungefähr 1,2 Millionen junge Männer eingewandert im Jahr 2015. Dieses Jahr werden es ähnlich so viel sein. Wenn wir nur 5 Jahre diese Einwanderung haben, von der Alterskohorte 18 bis 30 Jahre in dem Umfang, werden wir in Deutschland bei dieser Alterskohorte zwischen 18 und 30 Jahren dann in 4, 5 Jahren einen Gleichstand haben von Indigenen und Muslimen. Das heißt, dann ist Deutschland verloren. Weil die mehr Kinder bekommen. Mhm. Auf jeden Einwanderer kommen 4 bis 8 familiärer Nachzug. Also wenn wir konservativ rechnen, nur 4 kommen auf 1,5 Millionen. Letztlich sind es dann 7,5 Millionen. Dann haben wir sicherlich 2020 20 Millionen Muslime in Deutschland. Und die Altersgehorte zwischen 18 und 30 ist gleich. Damit können Sie zumindest Westdeutschland komplett vergessen. Das ist islamisiert. Deshalb denke ich, die Zukunft Europas wird so aussehen, dass sich die Länder wie die Visegrad-Staaten, Polen, Ungarn, Tschechien, Slowakei, die eigentlich fast keine Muslime haben, die werden sich letztlich zusammenschließen müssen in eine eigene Föderation. Dazu kann dann noch kommen, können die baltischen Staaten kommen, vielleicht auch noch Sachsen oder andere Länder oder Österreich. Und das wird so die Restzivilisation Europas ausmachen, während der Rest Europas wird in unterschiedlichem Maße islamisiert sein und nicht mehr in der Lage sein, sich wirklich zu wehren. Warum ist eigentlich gerade die Muslimbruderschaft heute so gefährlich in Europa, wenn wir eben auch auf der anderen Seite eben vor terroristischen Organisationen wie dem IS stehen und mit diesen konfrontiert werden? Weil die Muslimbruderschaft die intelligenteste und gefährlichste Organisation ist, nicht IS ist es. Die Muslimbrüder sind gegründet worden 1928 von Hassan al-Banna. Hassan al-Banna war ein riesiger Verehrer von Adolf Hitler. Es gab dann auch die Zusammenarbeit von Nazis. Rudolf Hess lebte damals in Alexandria. Und die Nazis haben die Muslimbrüder finanziert. Mein Kampf ist ins Arabisch übersetzt worden. Der Großmufti von Jerusalem, das war der Stellvertreter von Al-Banna, fuhr nach Berlin, ist von Adolf Hitler empfangen worden, hat dann mit den Nazis zusammen einen Radiosender gegründet, wo er dann in Arabisch nach Nahen Osten Radiosendungen machte. Und er stellte auch am Balkan muslimische SS-Einheiten auf. Also die Muslimbrüder haben engstens mit den Nationalsozialisten zusammengearbeitet, weit über 1945 hinaus. Als dann die Muslimbrüder sahen, dass die alten Nazis politisch tot waren, hat man sich auf die linke Seite geworfen und hat mit den Linken zusammengearbeitet. Da war vor allen Dingen Said Ramadan, das war der Schwiegersohn von Hassan al-Banna,
tätig und der hat im Grunde die Muslimbruderschaft intellektuell hochgebracht. Von München aus ging das Ganze in den 60er Jahren. Von München aus hat man ganz Europa und dann global die Muslimbruderschaft verbreitet. Mhm. Mittlerweile haben wir es mit Millionen von Muslimbrüdern zu tun, die in allen Institutionen sind. Auch die SPÖ ist unterwandert von Muslimbrüdern. Und es ist eine hocheffiziente Organisation, die im Grunde genommen auch die Organisation islamischer Länder steuert. Vermutlich ist diese Invasion 2015 auch gesteuert von den Muslimbrüdern. Wir können es nur nicht nachweisen, weil Muslimbrüder geben sich als solche nicht zu erkennen. Wir kennen in Wien natürlich, wissen schon informell, wer Muslimbrüder sind. Das heißt, sie haben alles unterwandert, sie haben die Universitäten unterwandert, sie sitzen in allen Organisationen und das ist jetzt keine Verschwörungstheorie und sind weltweit organisiert. Das sind dagegen Dilettanten. Mhm. Während die Muslimbrüder Weltbürger sind, sie sind hochgebildet, sprechen ihre Sprachen. Die meisten Leute Politiker wissen ja gar nicht, dass sie mit Muslimbrüdern konfrontiert sind, weil sie die Ziele, das sind immer noch die alten, Vernichtung der Juden, Weltherrschaft. Ja. Aber ihre Erscheinungsformen sind höchst postmodern und global, höflich, freundlich. Und deshalb thematisiere ich die Muslimbrüder, weil im Gegensatz zu Salafisten, die wir sofort erkennen, in ihrer Primitivität, sind die Muslimbrüder extrem modernisiert, treten sehr zivilisiert auf und arbeiten enorm gut. Letzt möchte ich Sie noch fragen, haben Sie noch ein paar Schlussworte, die Sie an die identitäre Generation richten wollen? Ja, die Identitären haben das sehr, sehr gut verstanden, diese Gefahr Europas. Und sie haben vor allen Dingen verstanden, man kann sich nur dann wehren, wenn man eine Identität hat. Wenn ich keine Identität habe, kann ich mich auch nicht verteidigen. Deshalb ist es sehr wichtig, dass die Identitären stärker werden. Und vor allen Dingen finde ich sehr gut, dass sie Aktionen machen. Also wir sind relativ, wir heißt jetzt Leute wie ich, die Bücher schreiben, sind relativ hilflos. Also wir schreiben unsere Bücher, Artikel und so weiter. Aber das hat natürlich nur eine geringe Auswirkung und das lesen auch immer die meisten die gleichen Leute. Wir brauchen jetzt ein öffentliches Auftreten. Also im Grunde genommen müssen die Identitären das Gleiche machen von rechts, was die APO 68 von links gemacht hat. Sie müssen öffentliche Auftritte machen, Aufsehen erregen, provozieren. Das war sehr erfolgreich. Die Linke ist ideologisch total am Ende. Das heißt, die Identitären Bewegung muss natürlich auch schauen, dass sie hochintelligente Leute, die sie ja haben, in die Öffentlichkeit bringt und mit öffentlichen Aktionen provozieren und versuchen, Einfluss zu bekommen, um vielleicht noch das zu retten, was man retten kann. Sehr geehrter Leib, vielen Dank für das Interview. Danke.